Hier, Aldi hat seine erste Filiale in China eröffnet, ist dort aber ganz und gar nicht der Billigdiscounter, wie wir ihn hier kennen. Womit die deutsche Supermarktkette bei den Chinesen punkten will, wir haben uns in Shanghai hinter den Einkaufswagen geklemmt. Hallo, Aleqi. 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 Na, haben Sie es verstanden? Nein? So sagen die Chinesen zu Aldi. Und so sieht es aus. Erst vor kurzem hat der Discounter seine ersten beiden Filialen in Shanghai eröffnet. Reporterin Anne kennt Aldi aus Deutschland und kann deswegen sehr gut vergleichen. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall ganz anders als bei uns. Die Aldis bei uns sind ja eher immer so graue Containerboxen. Und hier sind wir mitten in der Stadt. Wir sind direkt unter einem Hochhaus. Und alles ist super offen und farbig. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es drin ausschaut. Bei uns sieht's da oft so aus. Spartanische Regalreihen und helle Fliesen. In China ist schon der erste Eindruck ganz anders. Hier gilt offensichtlich edel statt spartanisch. Klinkeroptik, überall stylische Hinweisschilder. Und eine Theke mit Barhockern kennt man in dieser Form aus Deutschland nicht. Und wie gefällt das Design den chinesischen Kunden? Im Vergleich zu vielen anderen Supermärkten bei uns sieht es hier schöner aus. Ich fühle mich hier wohl und die Produkte sind auch viel besser. Das Design soll vor allem die zahlungskräftige Mittelschicht zum Kaufen animieren. Warme Beleuchtung statt kühlem Neonlicht. Im Hintergrund klassische Musik. Auf den 1000 Quadratmetern werden mehr als 1300 verschiedene Produkte angeboten. Anne will wissen, was man in China in den Regalen findet und stolpert auch direkt über ein für uns eher ungewöhnliches Produkt. Wir haben jetzt zwischen Eiern und Speck und allem, was wir jetzt alle kennen, unter anderem auch Hühnerfüße. Mit den neuen Filialen in China gibt es die Kette jetzt in 19 Ländern weltweit. Das sind insgesamt mehr als 11.000 Supermärkte. Und die unterteilen sich in Aldi Nord und Süd, so wie wir es aus Deutschland kennen. Aber welche Besonderheiten gibt es noch im Vergleich zu Deutschland? Wir machen weiter mit unserem Streifzug. Etwas, was typisch Aldi ist, was man bei uns, glaube ich, auch einfach kennt, wenn man rein in den Laden läuft, sind die Kartons. Dass einfach alles in den Kartons bleibt und einfach so ins Regal gestellt wird, ist hier auch so. Ein bisschen edler, aber trotzdem die gleiche Idee. Der Großteil der Waren bleibt also auch hier in Kartons. Doch die Produkte stehen nicht einfach auf riesigen Paletten, sondern in modernen Regalen. Und auch den klassischen Wühltisch mit speziellen Angeboten gibt es nicht. Einen Gang weiter entdecken wir einen Werbespruch. Handverlesen für dich. In Shanghai setzt man auf deutsche Qualität als Verkaufsargument. Wir hören uns um, wie das Konzept Made in Germany bei den chinesischen Kunden ankommt. Ein Grund, warum ich hier einkaufe, sind die importierten Produkte. Ich mag die frische Milch. Sie schmeckt gut und ist nicht teuer. Neben den Milchprodukten scheinen auch Schokolade und die klassischen Backwaren gut anzukommen. Und wieder stößt unsere Reporterin auf einen Unterschied. Was mir hier jetzt vor allem auffällt, ist, dass bei uns in Deutschland gibt es im Aldi ja eher die Eigenmarken von Aldi und weniger Markenprodukte, die man von anderen Supermärkten kennt. Aber hier scheint es irgendwie ein bisschen anders zu sein. Aber natürlich gibt es auch die eigenen Aldi-Marken, wie zum Beispiel die hier. Produktbezeichnung Deutsch statt Chinesisch. Doch die Bilder zeigen ja, was drinsteckt. Für manche Kunden noch ungewohnt, aber das Interesse ist groß. Der Supermarkt gefällt mir sehr gut. Es gibt so viele verschiedene Produkte. Alles ist frisch und die Preise, die sind auch gut. Edles Design zu günstigen Preisen? In der Süßwarenabteilung wollen wir wissen, ob es große preisliche Unterschiede zu Deutschland gibt. Gucken, was das Ganze kostet. Das sind 40 Quai, das sind rund 6 Euro für so eine Packung. Es ist schon ganz schön teuer. Trotzdem, im Vergleich zu anderen internationalen Supermärkten in China sind die importierten Produkte im Shanghaier Aldi immer noch günstiger. Wir finden noch einen Klassiker, den man hier allerdings abgewandelt hat.
hier ist ein chinesisches Kind drauf. Die Importgüter ziehen auch viele Europäer in den deutschen Supermarkt. Mit bekannten Produkten aus der fernen Heimat ist das Heimweh nicht mehr ganz so groß. Die teuersten Produkte sind übrigens die, die bei uns am günstigsten sind, die Eigenmarken. Der Grund? Die langen Transportwege. Denn die Sachen werden tatsächlich in Deutschland produziert und dann per Flugzeug oder Schiff nach China transportiert. Die Schoki hier kennt man ja auch aus Deutschland. Und der kleine Sticker hier zeigt mir, dass das Teil auch aus Deutschland importiert wurde. Hier steht einfach Import drauf. Das heißt, alles, was wir hier sehen, was Alis eigene Marke ist, kommt aus Deutschland und wird nicht hier in China produziert. Neben der importierten Ware setzt der deutsche Supermarkt aber auch auf landestypische Produkte wie Reisnudeln und chinesische Fertiggerichte. Obst und Gemüse bezieht der Discounter von einheimischen Lieferanten. Lokal statt global. So will man auch den regionalen Markt in China unterstützen. 15 Angestellte arbeiten in dieser Filiale. Zum Vergleich, in Deutschland sind es pro Discounter im Durchschnitt nur rund 10 Mitarbeiter. Eine davon ist Anna. Sie muss sich noch ein wenig an die deutschen Vorschriften gewöhnen. Aldi ist im Vergleich zu chinesischen Supermärkten strenger. Hier wird mehr darauf geachtet, dass alle Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn auch wissen, was sie tun müssen. Ihre Chefin Rebecca ist hingegen bestens mit den Gepflogenheiten vertraut. Denn sie hat bereits 13 Jahre für Aldi in Australien gearbeitet. Besonders stolz ist sie auf ein Produkt, bei dem der deutsche und der landestypische Geschmack zusammenkommen. Etwas ganz Besonderes in unserem Aldi sind die deutschen Baozi. Das ist ein Mix aus typisch deutschen Zutaten und traditionellen chinesischen Teigknödeln. Das ist ziemlich cool. Was ist Baozi? Klingt für uns nicht gerade deutsch. Es ist eine der Lieblingsspeisen der Chinesen. Die Teigknödel sind normalerweise mit Schweinefleisch gefüllt. Doch die Aldi-Variante soll es in sich haben. Anne kauft sich einen der German Baozi. Und ich glaube, da hinten ist eine Sitzecke. Hinter der chinesischen Hülle verbirgt sich tatsächlich ein deutscher Klassiker. Okay, Sauerkraut. Ja, es riecht ziemlich lecker nach Sauerkraut und Wurst. Sauerkraut und deutsche Wurst im chinesischen Knödel? Dass Aldi mal sowas im Angebot hat, hätte bei der Eröffnung der ersten Filiale in Essen 1913 kaum jemand gedacht. Gut gestärkt und mit 7 Artikeln für umgerechnet 20 Euro im Korb geht es zur Kasse. Ob die Kassierer hier auch im Akkord arbeiten müssen? Aber es gibt gar keine Kassen. Also irgendwie steht hier im ganzen Laden niemand Schlange. Und ich glaube, das ist der Grund, warum. Weil ich kann hier alles mit meinem Handy zahlen. Das Scan-and-Go-Prinzip funktioniert so. Anne scannt erst einen QR-Code und dann die Strichcodes auf den Produkten in ihrem Einkaufskorb. Danach bezahlt sie bargeldlos, einfach per Handy. Wer nicht sein Smartphone nutzen möchte, kann seine Ware auch an Selbstbedienungskassen einscannen. Ich habe jetzt alle meine Sachen mit meinem Handy gezahlt und ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass wenn ich in einem 3-Kilometer-Radius von diesem Aldi wohne, würden sie mir den Einkauf sogar nach Hause bringen. Online gibt es den Discounter in China übrigens schon seit 2 Jahren, um sich an den hart umkämpften Markt heranzutasten. Andere internationale Firmen sind hier nämlich schon gescheitert. Erst vergangenen Monat hat der Supermarktkonkurrent Lidl seine Filialen in China geschlossen. Aldi ist trotzdem optimistisch. Laufen die ersten Filialen gut, will man noch rund 100 weitere im Reich der Mitte eröffnen. Unser Fazit? In China ist Aldi anders als bei uns. Und im Vergleich zu den eigenen chinesischen Supermärkten teurer. Ein Konzept, das mit den deutschen Filialen nicht mehr viel zu tun hat.